Das freut mich für dich gleich mit. Der Park. Yadi. Also irgendwie, wenn man hier so durch die Gegend fährt, es ist ja unglaublich, gegen wen man alles was hat. Oder wer alles gegen einen was hat. 1:28, um zum Park zu kommen. Mann, oh, biegt doch in die andere Richtung ab. Hallo, was soll denn das? Warum willst du nach links fahren? Sag mir das, hä? Wenigstens sind hier keine Yardis oder Kolumbianer oder keine Ahnung. Wunderbar. Ja, besorgte ein Passagier und Kumpel, in den Park geht's aber in die andere Richtung. Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Gut. Eine Tuse, die mitten auf der Straße steht. Du willst mit Sicherheit zur Kirche. Das Amco-Gebäude. Ach, da waren wir ja noch gar nicht. Okay. Dann auf zum Amco-Gebäude. Haben wir keine bessere Musik? Doch, hier. Irgendwas sagt mir, ich hätte da abbiegen müssen. Irgendwas sagt mir, ich kann auch hier noch abbiegen. Aber die Zeit, die ist hier echt gut bemessen. Also, lag. Jetzt fängst du wieder an zu laggen. Ich weiß es nicht. Als ob mir mein PC versucht zu sagen, komm, spiel doch irgendwas anderes, Kumpel. Spiel doch irgendwas anderes. Muss es denn GTA sein? Ja, es muss GTA sein, weil ich GTA mag. Weil ich Lust habe, GTA zu spielen. 232 und dafür habe ich noch die halbe Stadt kutschiert? Blöde Zumpe, Alter. So. Ein Yakuza, du willst mit Sicherheit auch zur Baustelle, damit du dich mit den Kolumbianern schlagen kannst. Nee, er will zu Bold Burgers. Ja, komm, willst du Bold Burgers überfallen oder was? Ich helfe dir dabei gerne. Also, ab zu Bold Burgers, aber jetzt mal ohne Scheiß, hättest du hinlaufen können. Ich hoffe, du bezahlst gut. Yo, du bezahlst gut. Besorgte einen Passagier. Ich habe einen 5-Serien-Bonus, heilige Scheiße. Du willst sicherlich in den Park. Du siehst nämlich so aus, als hättest du viel zu viel Freizeit. Er Park, ich sag's doch. Er sieht nämlich so aus, als hätte er viel zu viel Freizeit. Gut. Und auch da hättest du hinlaufen können. Meine Fresse, immer diese Kurzstrecken, was soll das? Was rennen hier für viele Prostituierte rum? Heilige Scheiße. Aber gut, vielleicht wollte er genau deswegen in den Park, man weiß es nicht. So. Wunderbar. Besorgt dir ein paar... Kumpel, Park gleich Bäume. Stadt gleich Straße. Straße gleich Stadt. Ach, mach was du willst. Mach einfach was du willst. Und du? Kirche? Footballstadion. Okay, um 21.20 Uhr, da könnte was laufen. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Gar nicht ist gut. Gar nicht ist toll. Gar nicht gut. Zum Footballstadion. Mal gucken, bringe ich dich zum Stadion oder bringe ich dich direkt ins Stadion? Wir haben noch 57 Sekunden. Nee, ich glaube, ich bringe dich nur zum Stadion. Das dürfte ausreichend sein. Weg da! Okay, das macht dann $485. Geizhals. Gut. Und du? Baustelle, oder? Einkaufszentrum. Natürlich. Um 10 Uhr abends willst du ein Einkaufszentrum. Hör auf rumzuschreien. Was willst du da kaufen? Wahrscheinlich noch so einen hässlichen Parker, den du ohnehin schon trägst. Warum bist du nicht mit dem Bus gefahren? Wettne will da auch hin? Jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Ach verdammt, ich habe keine Waffen. Ich wollte gerade den Bus abschießen, aber... Ach, das hätte mir sowieso nur wieder eine Menge Ärger eingehandelt. Ja. So. Hallo? Möchte jemand bei mir mitfahren? Du siehst aus, als hättest du einfach zu viel Geld. Die Kirche, genau. Du musst in die Kirche gehen und beichten, wie viel Geld du nicht hast.
Und dass du gerne mit anderen Leuten teilen würdest, es aber nicht machst, weil du eine geizige alte Zumpe bist. Wahrscheinlich ist es genau so. Gut, bringen wir dich zur Kirche. Der Pastor braucht so Leute wie dich. Glaub mir. Weg! Wow, du hast echt zu viel Geld, kann das sein? Und du kommst gerade aus der Kirche, du hast gerade gebeichtet, wa? Und du hast kein Geld mehr, lass mich raten. Wo willst du hin? Amko. Einkaufszentrum, doch, du hast noch Geld. Entweder das, oder du möchtest dir ein paar Sachen umsonst holen oder vielleicht was verkaufen, man weiß es ja nicht. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber diese Taximissionen, sie killen meine Musik. Ich habe schon wieder keine Musik. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber was ich sehe, ist, dass meine Aufnahme noch läuft. Heilige Scheiße. Wäre jetzt so zu geil, wenn dafür meine Sprachaufnahme mal abstürzen würde. Das hatten wir auch noch gar nicht. Für 10 Serienbonus. Okay, schaffen wir die 15. Schaffen wir die 15? 15, wer bietet mehr? Aber ich... Es sind immer die gleichen Leute, oder? Baustelle. Nee, er will's wieder zur Kirche. Ach, den einen holst du von der Kirche ab, den anderen bringst du zur Kirche hin. Falls du einen Bruder suchst, der ist nicht mehr in der Kirche. Der ist mittlerweile im Einkaufszentrum. Nur mal so, by the way. Weg da! Oh, heilige Scheiße! Man achtet doch mal ein bisschen auf den Verkehr hier. Oh, fahr doch! Gott! Das gibt's doch nicht. So. Auf mit dir zur Kirche um 0.34 Uhr. Okay, und wo möchtest du hin? Warte mal, wo bist du überhaupt? Du! Du möchtest auch bestimmt ins Einkaufszentrum, aber du willst doch nicht unbedingt was kaufen, sondern eher... Klaut mir das Auto? Nein, er will ins Einkaufszentrum. Okay, wenn wir morgen in der Zeitung einen Artikel lesen, dass gewisse Sachen geklaut wurden oder irgendwas überfallen wurde, dann wissen wir direkt, an wen wir uns wenden müssen. Ja. Aber bei diesen Leuten bin ich mir nie ganz sicher. Also ganz sicher, ob sie jetzt ins Auto einsteigen wollen, ins Taxi. Oder ob sie... Fuck. Okay, wir können das Auto aber noch reparieren. Vielleicht schaffen wir das noch. Oder ob sie das Auto direkt klauen wollen. Denn diese Leute klauen doch gerne mal ein Auto. Ah, weg hier. Ein Auto. Mann, warum steht da in der Garage? Die stand da eben noch nicht. So. Schaffen wir das noch? 33... Hä? Ich sollte nicht vorbeifahren, dann schaffen wir es vielleicht noch. Pay and Spray reparieren sogar das Taxi. Das einzig Doofe, es bleibt gelb. Also es wird nicht irgendwie grün oder lila. Gut, was auch keinen Sinn ergeben würde, aber ich brauche einen Passagier. Ich brauche so langsam echt einen Passagier. Da ist einer. Ein. Warte mal, bist du nicht der gleiche von eben? Einkaufszentrum? Nein, er will den Park über... Was? Was? Sag mal, ist das ein Scherz? Hatte ich für die Aufgabe 3 Sekunden? Oh, aber geh mir nicht auf den Sack, du blöder Penner. Meine Fresse. Meine verdammte... Was? Oh Gott, okay, fahren wir weiter. Oh Gott. Geh weg. Erstmal will ich wieder ein paar Waffen haben. Ich bin ja schon wieder meine ganzen Waffen los. Granate, Schrotgewehr, Pistole und Uzi. Na gut, zumindest ein bisschen haben wir mittlerweile durch unsere Pakete. Gut, jetzt die Frage. Möchte ich speichern? Nein, möchte ich wieder nicht. Das hat aber diesmal den Grund, da ich jetzt nicht mehr so lange weiter aufnehmen werde. Somit muss ich jetzt nicht speichern, sondern kann es direkt gleich machen. Aber ein paar Taximissionen würde ich gerne vorher noch absolvieren. Bums. Prostituierte, du möchtest sicherlich in die Kirche. Oder das Casino mit einem viel zu kurzen BH. Zur Baustelle, alles klar, ich verstehe. Den Bauarbeiter so ein bisschen unter die Arme greifen. Ja. Oder wurdest du vom kolumbianischen Kartell herbestellt? Was zur Hölle? Ach, nee, ja, die Karre. Alles klar, ich verstehe. Ja, komm, ihr bringt euch gegenseitig um. Das macht ihr gut. Oh Mann, da fahr doch aber auch richtig. Ja. So. Besorgt ihr einen Passagier?
Dich! Du komm mal mit, Kumpel. Du komm mal mit. Genau, wo willst du hin? Wo willst du hin? Zur Universität. Er will sich bilden. Der kleine Drecksack will sich bilden. Weg hier. Okay, fahren wir zur Universität. Moment mal, wo ist die Universität? Da hinten, aber ich nehme den Weg. Meine Fresse. Hast du nicht gesehen, du. Oh, verpiss dich doch. Himmel. Nur weil eine Familienkarre fährst, hast du keine Vorfahrt. Meine Fresse. Gut. Hier, Kumpel. Da wären wir. Eieieiei. Bei der Universität. Danke. Bums. Arschloch. So. Steig ein, steig ein, steig ein. Du willst mit Sicherheit zur Kirche. Du siehst so aus. Ins Museum. Ja, du gehörst doch ins Museum. Ohne Witz. Gut. Ab mit dir zum Museum. Ich habe gehört, da soll es schöne Sachen geben. Wie zum Beispiel, ja, halt Bilder und sowas, ne? Wahrscheinlich ist es ein Naturkundemuseum und da gibt es, Moorleichen. Und Moor. Und irgendwelche antiken Pflanzen aus der Vorzeit, die man irgendwie konservieren konnte. Im Sinne davon, dass man diese Pflanzen in Alkohol, ach, was laber ich da? Ich würde einfach die Schnauze halten und dahin fahren. Moment mal, wo ist das Museum? Boom. Da ist das Museum. Jedes Mal frage ich das Gleiche. Du bist tot und ein Kumpel auch. Danke. Gut, 400. Dankeschön. Oh, Frau mit Tüten. Du willst bestimmt ins Einkaufszentrum oder kommst gerade vom Einkaufszentrum. Du willst ins Fußballstadion mit deinen Einkaufstüten. Meinst du, das ist eine gute Idee? Das um 5 Uhr morgens? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir eine Abkürzung. Moin. Ja, was denn? Ich bin doch... Ey, ich bin doch nur ins Fitnessstudio gefahren. Schlampe! Ach, verdammt. Aber hier gab es noch ein paar Sachen, die... Ja, jetzt geht die Musik wieder. Das muss echt an den Taximissionen liegen. Ups. Und zwar waren hier zwei Pakete, an die ich mich erinnere. Und zwar ist das eine... Ups. Das eine... Beim Footballstadion, genau. Und das Footballstadion, wie jeder weiß, ist ja genau... Da unten. Ja, ich hab's in meinem Neuspiel vergessen mitzunehmen und deswegen, bevor ich es nochmal wieder vergesse, können wir es besser jetzt mitnehmen. Bums. Okay. So. Da ist es. Haben wir die Handbremse angezogen? Haben wir? Nein. Vorsicht, Taxi! Wow, okay. Das andere, das war direkt hier hinten. Aber... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo. Ja, hör auf zu schreien. Ach, das sind die Football-Fans! Oder? Ja, die haben hier irgendwie ein... Ein Huhn oder sowas haben die hier hinten drauf. So ein Hahnenkopf oder sowas, ist eigentlich auch völlig egal. Ich habe mich immer gefragt, was das für Leute sind. Mein Lauftor ist es grün. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was das für Leute sind. Aber mittlerweile weiß ich es. Es sind Fußballfans, ja. Oder Footballfans. Ach, da ist ein... Da ist ein Amoklauf. Ah, ich habe nicht gespeichert die ganze Zeit über. Soll ich's wagen? Erstmal hole ich mir das Paket. Erstmal hole ich mir das Paket. Das müsste hier irgendwo sein. Ich glaube, hier am Haus ist das. Ja, genau da. Ich habe die ganze Zeit nicht gespeichert. Soll ich's wagen? Leute, soll ich's wagen?
Kumpel, soll ich's wagen? Du läufst komisch. Jetzt läufst du noch komischer. Nee, aber soll ich's wagen oder nicht? Am Ende ist das was ganz total brutal Schweres. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich's wagen? Scheiß drauf, mitnehmen. Es ist 15, oh, 15 Fahrzeuge. Geile Scheiße. Und das mit der Waffe. Yes. Ja. Scheiße. Bams. Nein, nicht nachladen. Ja, die, boah, ist die geil. Das geht doch. Ja, manchmal ist ein Bug, aber manchmal brennen auch Autos doppelt. Heilige Scheiße. Oh, ist die geil. Krankenwagen. Komm her, du Sau. Fünf Stück noch. Ey, die ist geil, die Aufgabe. Die ist geil. Bulle. Ich mein natürlich Cop. Ey, ist nicht sterben. Noch vier Fahrzeuge. Nein. Ey, nicht sterben. Ey, nicht sterben. Oh, scheiße. Moment, die Polizei kommt ja immer wieder. Noch drei. Ey, der explodiert doppelt. Zwei. Das meine ich. Manchmal explodieren Autos doppelt. Gott weiß warum, aber... Ey, noch zwei Stück. Noch zwei. Und bumm. Eines noch. Taxi. Yes. Bams, Alter. Geile Scheiße. Ja, darüber würde ich mir mal so leichte Gedanken machen. Weißt du? Darüber würde ich mir vielleicht mal so leichte Gedanken machen. Danke für deine Waffe. Aber... Wer schreit hier eigentlich? Bist du das? Bist du das? Jetzt mal im Ernst, wo ist der? Wo ist der? Der doch nicht, oder? Moment mal. Kumpel, lebst du noch? Ich rette dich. Er lebt noch? Warte. Arschloch. Ja, und zum Dank schlägt er mich. Du Penner, Alter. Du Penner. Aber egal, den Amoklauf haben wir jetzt geschafft. Und den haben wir jetzt für immer geschafft. Gut. Was könnte man hier jetzt noch machen? Ich würde jetzt eigentlich keine Aufgabe mehr machen wollen. Und, Taxi-Mission, wie viele haben wir jetzt? Ups. Wir bleiben. Taxi-Mission, ich würde sagen, wir haben... Arschloch. Arschloch! Es geschieht dir recht. Ah ja, irgendwas sagt mir, ich mache gerade wieder ultimativen Mist. Was? Moment mal, die halbe Stadt sind mir her. Was? Ich hab doch gar nichts getan. Heilige Scheiße. Ich überlege gerade, kann man hier noch irgendwo was suchen oder... Geh doch weg, Kumpel. Arschloch. Wir könnten theoretisch auch mal ein paar Feuerwehrmissionen machen. Aber... Nein. Nein, da habe ich gerade keine so große Lust zu, beziehungsweise... Ach, mehr als sterben können wir nicht. Deswegen, warum eigentlich nicht? Machen wir doch einfach mal ein paar Krankenwagen, sondern Feuerwehrmissionen. Wo ist die Feuerwehr? Hier. Moment mal, war ich schon hier? Nein, Paket. 46. Wir brauchen noch vier Stück, dann kriegen wir... Oh nein, oder? Oh nein, oder? Mickey, nicht immer auf Risiko. Nicht immer auf Risiko. Wir... Nein. Das Risiko ist einfach viel zu groß, dass ich jetzt sterbe und dann wirklich den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Allein schon aus dem Grunde, weil diese Dinger ja nicht respawnen, also... Ah, no risk, no fun, Alter. Leck mich am Arsch. Hoffentlich ist das nicht zu schwer. Ach du Scheiß, mit Handgranaten. Okay, das kann böse werden. Das kann böse werden. Oh, scheiße. Ja, dies. Obwohl, ihr habt auch nicht so viel Glück.
Die einen werden immer weggesprengt, die anderen werden immer in Brand gesteckt. Oh oh, oh oh, oh oh. Aber das ist immer noch besser als der Raketenwerfer. Weil hier kann man noch mit fliehen. Beim Raketenwerfer, da kann man nicht so gut fliehen. Oh nein, der hat eine Waffe. Scheiße. Ey, was machst du mit meiner Granate, du Arschloch? Was macht er mit meiner Granate, Alter? Oh, da sind viele. Da sind viele. Danke. Oh, was? Scheiße. Noch 13 Stück. Eine Minute. Noch 13 Stück. Oh, oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wieso sind da keine? Jetzt, da. Sag mal, treffe ich die nicht oder was? Jetzt. 9. Das sieht sehr knapp aus. Okay, alles oder nichts. Alles oder nichts. Alles oder nichts. 7, immer noch 7 Stück. Okay, scheiße, ich glaube, das wird nichts mehr. 2. Nein, oh, scheiße, so knapp, ey. Ah. Ey, die waren doch schon tot, aber ich war vorher tot. Okay. Ich musste es ja drauf anlegen. Aber ja, ich würde sagen, ich speichere mal, und zwar separat. Und dann werde ich mal im Internet nachlesen, ob es möglich ist oder ob es nicht möglich ist. Also ob man diesen Amoklauf wiederfindet, ob er einfach nur woanders ist oder ob er ganz weg ist. Und demnach werde ich dann... Wobei, Moment mal, er war doch hier irgendwo. Ne, er ist mit Sicherheit nicht wieder da. Oh, zwei Stück am Ende, zwei Stück. Ich hätte ein bisschen offensiver sein müssen. Egal. Meine Aufnahme läuft noch, insoweit ist noch alles in Ordnung. Oh, alles in Ordnung. Ja, natürlich ist alles in Ordnung. Nein. Oh Gott, lass mich doch in Ruhe. Ich meine, es war entweder in Vice City oder in GTA 3, dass die Amokläufe danach irgendwo anders waren. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt einfach mal erkundigen, mal wieder ein paar Waffen einsammeln. Und danach muss ich entweder nochmal alles neu spielen oder es kann weitergehen. Das werden wir dann sehen. Deswegen würde ich erstmal sagen, adieu Leute und ich bin weg.